Es sind Leute, die vor einer Veränderung stehen im Leben. Überall, wo man Brücken schlagen kann, sehen wir uns als Verbindungsglied. Liebe Freundinnen und Freunde der Pilgerakademie, wir sind heute in der Nähe von Görlitz am ökumenischen Pilgerweg, und zwar in einem Ort, der heißt Buchholz und gehört, glaube ich, so zu diesem Gemeindeverbund Vierkirchen. Und das ist ja ein Komplex mit Kirche. Ja. Dann haben wir hier die alte Schule, die jetzt als Pilgerherberge dient. Ja. Ja. Dann gibt es auch noch eine neue Schule. Ja. Hier sind auch noch Veranstaltungsräume. Wie ist das dazu gekommen, dass hier auf einmal eine Pilgerherberge entstanden ist? War das absehbar? Naja, das war so, dass vor 20 oder 22 Jahren eine junge Frau hier durchlief. Pilgerweg hatte ich damals überhaupt noch nicht gehört und hat hier Unterkünfte gesucht und landete halt auch im Pfarrhaus. Und ich dachte, was denkt die sich, wer hier in unser Kaff Buchholz kommen möchte? Und sie hat mich tatsächlich eines Besseren belehrt. Im Schnitt haben wir so zwischen 70 und 100 Pilger bei uns hier zur Übernachtung. Diese alte Schule ist unser Vereinshaus und im Sommerhalbjahr sind wir halt als Herbergseltern tätig. Ein herzliches Willkommen in Buchholz in der alten Schule. Man wird dann hier wirklich begrüßt und eingewiesen in das Haus. Wir haben oben ein Pilgerzimmer, eins mit Standardbetten und dann gibt es den Dachboden. Nach einer recht langen Etappe, das ist eine der längsten von Görlitz hier nach Buchholz, gute 30 Kilometer sind die Pilger meist erschöpft hier angekommen. Und Pilger hatten wir ja schon die verrücktesten Sachen, kann man sagen. Pilger mit Pferd, Pilger mit Hund, Pilger mit Wagen und Kindern. Man geht in die Kirche oder man empfiehlt es zumindest, in die Kirche zu gehen und kommt miteinander ins Gespräch. Und das ist wirklich für beide Seiten sehr bereichernd. Wenn die Pilger anrufen, ist unser Satz immer, es wird in ein paar Minuten dauern, gehen Sie ums Haus rum. Da steht eine Bank, können Sie sich schon mal ausruhen. Großartig. Und dann kommen wir hier an und die sitzen ganz gemütlich hier. Es hat schon immer was Beruhigendes. Ihr Verein, spricht er jetzt nur Christen an oder wie ist der entstanden und wie wirkt er hier im Ort? In unserer Satzung steht, wir wollen Brücken schlagen. Wir wollen verbinden. Wen? Zum Beispiel Christen und Nicht-Christen. Stadt und Land, Jugend und Alter. Leute, die weggehen, Leute, die hier bleiben. Also überall, wo man Brücken schlagen kann, sehen wir uns als Verbindungsglied. Die Kirche ist so 1400 und gebaut? Nee, 1305 das erste Mal erwähnt, aber ohne die Logenräume. Und diese Logenräume waren für irgendwelche Freiherren? Das sage ich immer, das waren für die Sponsoren. Es ist eine Winterkirche, eine ganz kalte noch. Deswegen wird sie jetzt nicht genutzt. Und jetzt ist sie hier ganz schlicht und ergreifend. Und wunderschön. Ja. Und da sind die Logen. Ja, und da sind die Logenräume. Ja, die Kanzel mit Uhr. Also Buchholz war schon immer für kurze, prägnante Predigten. Wenn die Eieruhr abgelaufen war, sollte der Pfarrer fertig sein. Wir haben hier eine offene Kirche hier. Von 8 bis 18 Uhr ist offen und jeder kann reingehen. Also nicht nur die Pilger. Wir leisten uns den Luxus einer ordentlichen Vernissage im Buchholz. Ah, das ist aber ein ganz toller Raum. Wir sind so ein bisschen mit unseren Ausstellungen in den Logenräumen, die wir veranstalten, 2 oder 3 im Jahr, so ein bisschen ein Geheimtipp geworden. Was für Menschen kommen denn hier vorbei, die diesen Weg entlang pilgern? Es sind Leute, die vor einer Veränderung stehen im Leben, beispielsweise, wenn sie in Ruhestand gehen. Wenn sie die Kinder erwachsen haben, Frauen oft, da sagen, ich schließe damit ab.
Es gibt junge Leute, die den Weg rückwärts gehen, weil sie sagen, ich will nach Hause zurückkommen und das symbolisch. Es sind Männergruppen, die schon immer pilgern. Manchen ist wirklich das Laufen nur wichtig, manchen ist der Weg wichtig, manchen sind die Begegnung wichtig. Es sind oft Frauen allein, sehr bewundernswert meines Erachtens. Wir hören dann immer, ja, wir wollen einfach die Ruhe, wir brauchen das Abspannen aus dem Alltag. Und wenn ich reden möchte, finde ich immer jemanden. Jetzt müssen wir hier einfach mal gucken. Und das ist die ehemalige Tongrube hier. Also Buchholz hat Tonvorkommen, schon immer. Es kommt noch schöner. Wir gehen mal davor. Genau. Also das sind 1, 2, 3 Teiche und da sind noch mal, im Oberdorf sind noch mal 2. Und hier ist eigentlich Badestrand von Buchholz. Herrlich. Ja, das gibt es alles. Und wenn die Pilger also sehr schwitzen, dann hüpfen sie hier mal durch. Dann können die doch früh gleich. Durch Wasser. Ja, früh. Oder wenn sie ankommen, oftmals hier, hatte ich im vorigen Jahr 2 Frauen. Die hatten einen Badeanzug und 2 Frauen. Köstlich. Und der Steg ist hier in Eigeninitiative gemacht worden. Es gibt hier einen Holzkünstler in der Nähe, der uns sehr wohlgesonnen ist. Und da hat er das gesponsert und die Dorfbewohner haben es mit aufgebaut. Und im Sommer ist natürlich wunderschön hier. Wir bleiben auf dem Pilgerweg, aber hier ist er noch nicht. Doch, wir sind hier auf dem Pilgerweg. Wir haben noch gar kein Zeichen gesehen, das müssen wir jetzt mal gucken. Wir sind ja hier Schlesien noch und dann ist die Grenze nach Sachsen, verläuft hier also am Pilgerweg entlang. Mein Mann ist aus Sachsen, aus Weißenberg, 5 Kilometer weiter und ich von hier. Das sind kulturelle Unterschiede. Und wenn wir zum Beispiel in Italien sind und wir sprechen beide, sagen uns die Leute immer, wir haben einen vollkommen unterschiedlichen Slang in der Sprache. Ja. Und ich merke es immer von meiner Schwiegermutter und Mutter im Essen, im Kochen. Ist auch unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, ja. Ganz unterschiedlich. Das ist eben jetzt der Ausblick hier auf die Herberge. 60 Schritte. Ja. Fast geschafft. Und hier ist es erklärt. Pfarrhaus, Kirche, alte Schule. Meine schönste Etappe ist die von uns hier bis Bautzen. Ist eine sehr schöne grüne Etappe. Wir hatten auch schon Silvester welche, die im neuen Jahr mit Kindern. Und dieses Jahr waren schon, ich glaube, 5 unterwegs. Sind jetzt schon wieder welche angemeldet. Man kam von hier hinten auf den Friedhof, ne? Und da ist Maltes, das gehörte zur Kirchgemeinde Buchholz und es gab nur diesen Friedhof und dann wurden die diese Gasse hier reingefahren und deswegen heißt das Totengasse noch. Dann setzen wir uns hier. Wir sagen mit den Pilgern auf einen guten Weg. Auf einen guten Weg. Ich habe es eigentlich immer bedauert, dass ich nie rausgekommen bin aus Buchholz. Ich habe immer gedacht, mit 40 gehst du mal 2 Jahre nach Amerika oder so. Es hat sich irgendwie nie ergeben. Aber jetzt hat sich so gewandelt, also ich bin jetzt in meinem Alter fast, ohne damit zu prahlen, also die hier am meisten Bescheid weiß. Weil viele sind halt weggegangen, die Älteren sind weggestorben oder wissen nicht mehr so Bescheid. Aber durch diese Vielfältigkeit, die ich mal gemacht habe. Also ich war mal Kirchenrat 30 Jahre, Ortschaftsrat habe ich gemacht, Besuchsdienst habe ich gemacht, die Tenne. Mit dem Beruf hast du überall gebaut, du kennst alle Häuser und dergleichen. Und da denke ich immer, jetzt kann ich erst einschätzen, was das eigentlich für ein Fund ist. Das muss ich hier ausleben. Und da habe ich mich damit abgefunden, dass ich nie mehr in die weite Welt kommen werde. Der Pilgerweg ist so ein bisschen wie der rote Faden nahezu jetzt. Ja, empfinde ich so. Das ist jetzt was Bleibendes schon über die 20 Jahre, wo vieles weniger geworden ist. Also es gibt kein Geschäft mehr in Buchholz, es gibt keinen Kindergarten mehr, es gibt keine Schule mehr. Aber der Pilgerweg ist irgendwo ein Stück, das hat was Verbindendes halt, weil das was ist, was von allen Bewohnern doch wohlwollend wahrgenommen wird und eine Bereicherung ist, weil man doch von der weiten Welt etwas mitbekommt. Mhm.